Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit der nächsten. Ach, haut ab, ihr miesen, miesen, miesen weißen Wölfe oder was immer ihr seid. Geister. Ja, Remnant. Lupinus Remnant oder was immer da stand. Ja, willkommen bei einer neuen Runde Last Epoch. Bisschen Zeitreisen, bisschen Fantasy, bisschen Monster Slashen. Auf zur Oberfläche. Seeking the Last Shard. Wir sollen die letzte Scherbe suchen. Kapitel 3 sind wir. Es ist immer noch eine Beta. Ich hatte sie damals schon mal gespielt, vor einiger Zeit. Allerdings, Herausforderung war dann, Schnauze. Herausforderung war dann, dass es nicht spielbar war aufgrund der Grafikbugs, die ich hatte. Wobei ich da auch nicht der Einzige war. Ach komm. Ich hatte das damals im Forum verfolgt, aber es gab keine Lösung dafür und es wurde einfach unspielbar. Was natürlich wenig nice ist, wenn du dann solche Grafikbugs hast. Schnauze. Deshalb bin ich bisher ganz froh, dass es bis dato keine ersichtlichen gibt, was nicht heißt, dass sie nicht ko noch kommen können. Das will ich gar nicht Ach, haut ab. Das will ich gar nicht bestreiten, dass die noch kommen, aber bis hierhin habe ich keine Bugs feststellen können. Ein lieber Zuschauer wies mich darauf hin, dass sie jetzt ja eine Beta gemacht, also die Beta sehr stark aufgebohrt haben. Da ist einmal ein Portstein, das ist gut. Ich muss sagen, mir macht das echt Spaß, das Game. Hat es damals schon. Und deshalb hat es mich auch ein bisschen geärgert. Vor allen Dingen, weil ich damals einen Magier gespielt habe, wo es natürlich ganz oft hell geblitzt hat und so weiter und so fort. Und ich spiele jetzt zwar. Ach, hau ab, was willst du denn? Geht's noch? Ach, der Schrein war ein Stunning Schrein. Alles klar. So. Hallo, gehst du da mal hoch? Kannst du mal einfach über die Leiche trampeln? Oh. Da kommen wir vermutlich nicht durch. Nein, war ja mal so ein Gedanke. Ja, des Weiteren hatte ich mich halt jetzt in der letzten Folge entschieden, ich werde heute kein Path of Exile für die nächste Woche aufnehmen. Ich habe echt zurzeit so ein kleines Motivationsdefizit. Das ist einfach so. Ja, wir sind total vollgepackt und ich glaube, ich sollte mich mal zurückporten. Fällt mir gerade mal so ein. Da war ja ein Portstein vor kurzem. Und mal ein bisschen verticken gehen. Ich glaube, das macht Sinn. So. Bisschen verticken gehen kann nicht schaden. Sag ich jetzt einfach mal so. Und mal gucken, was wir da nette Sachen vielleicht noch aufgenommen haben. Ja, komm, Shop. So, also was kann ich auf gar keinen Fall gebrauchen. Schwerter auch nicht. Was ist denn damit? 5 Bow Physical Damage, 5% Increased Bow Damage. Das ist nice. 10%. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Gegner verlangsamen. Nein. Nein. Ja. So, was ist denn hiermit? Ich glaube nicht. 16 Armor. Nö. Nö. Plus 8 Mana. 21 Increase Health Regeneration. Weiß ich auch nicht. Das sowieso nicht. Das hier auch nicht. Poison on Hit. Ja. Das haben wir, glaube ich, gerade getauscht, ne? 14% Chance von plus 7 Mana. 5% Increase Mana. Das ist aber nichts für mich.
kann weg. Also mit den Stiefeln. Die kann man auf, ja, da war zwei in Minion. Das interessiert mich hier. Komm. Ab dafür. Lucky Sash. Necrotic Damage machen wir gar nicht. 23% Increased Chance to Find Portion. Health Regeneration. Void Wisdom. Ne, ich denke nicht. Da haben wir jetzt gerade die plus 7 Armor. Ne. Nein. Weg damit. Was ist das denn? Plus 4 Intelligenz. Ne, wir sind dummer Bogenschütze. Die Handschuhe werden auch nichts. Lightning Damage tangiert mich nicht wirklich. Fine Portion 12%. Ach ne. So, der Ring kann auch weg. Movement Speed, die haben 7% und 4 Increased Minion. Ne. So, weil der Rest nicht passt. Die Shards packen wir mal eben weg. Ich glaube, so eine Bastelstunde können wir uns aktuell echt auch schenken. Weil wir sind ja echt noch am Anfang des Games und ich bin mir nicht sicher, inwiefern das Sinn macht, da jetzt schon großartig rumzubasteln. Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Das ist für Face wollte ich hin. So. Ja, bei Grim Dawn, Reign of Terror habe ich den ja auch nochmal angefangen. Nee. Weil es einfach mit dem Magier, ich habe den völlig falsch geskillt offensichtlich. Ich hatte da Hilfe von einem lieben Zuschauer, der mir dann sagte, Meister, hast du Schwachsinn gemacht? Also ganz grundsätzlich hatte das, also das möchte ich hier auch nochmal sagen. Ihr müsst nicht irgendwie denken, ich werde pissig, weil mir irgendjemand sagt, dass ich Schwachsinn gemacht habe. Da kann ich echt gut mit um. Womit ich nicht so gut mit um kann, ist es manchmal dann so der Ton, der da so ist. Weil nochmal, ich für mich persönlich halt, bin jetzt kein Pro-Gamer oder jemand, der sich in einem Spiel besonders gut auskennt. Ich spiele ja auch querbeet durch die Bank weg. Und was ich nicht gut haben kann, ist, wenn man dann einen Ton am Leibe hat, so nach dem Motto, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß sowieso alles. Das mag ja sogar sein, das bestreite ich gar nicht. Aber damit braucht man mir im Grundsatz nicht um die Ecke zu kommen. Weil ich darauf überhaupt nicht entweder gar nicht reagiere oder einen entsprechenden Kommentar drunter schreibe. Ich bin da jetzt nicht so. Machen wir uns nichts vor, dass jemand, der vielleicht schon, ich weiß nicht, wie viel Follower hat, wie viel so und so viel Zuschauer, der vielleicht noch vorsichtiger damit umgeht, wenn er mal was raushaut, was nicht so nett ist. Nein. Sorry, Leute. Ich spiele, weil ich Bock drauf habe, auch wenn ich zurzeit gerade ein Motivationsdefizite habe und ich lasse mir auch gerne Tipps geben. Allerdings bin ich in einem Alter, wo, wie sage ich das mal, ist irgendwie relativ wenig, hau ab, wo ich mir auch dann ungerne Dinge an den Kopf hauen lasse. Oh, 15, nice. Upgrade, Minimum, was? Skill Level 3, okay. Von mir aus. Was kann man da machen? So, jetzt lasst uns doch mal gucken. Okay, wir können ja hier auch nochmal unterschiedliche Sachen machen, fällt mir gerade mal auf. Blade Dancer. Marksman. So, das hier ist Standard. Das hier sind nochmal dann die Unterskills im Grundsatz. Das ist ruhige Hand. Irgendwo war da was mit Hells oder nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ah ja, genau. So, dann haben wir den hier drin. Skill Unlock Ballista. So, jetzt können wir einen weiteren. Nee, können wir einen weiteren Skill? Nee, erst bei Level 19. Aber hier können wir einen Skillpunkt irgendwo einbasteln.
Throwing Star. Ja, finde ich auch nice. So. Okay, dann haben wir das jetzt mal gemacht. Ändern sich denn hierdurch die Skills an sich oder? Nee. Okay, gut. Was ist das denn hier alles? Decoy. Ballista ist klar. Okay, das sind Skills, die wir dann freigeschaltet haben. Whatever. So. Ja, wenn wir uns dann nochmal angucken im Detail. La 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 la. Dü, 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 dü. Dann machen wir die hier mal. Das ist natürlich nice, dass er das um Gegner um einen herum wirft. Das war ja das, was wir gerade eben freigeschaltet haben. Das heißt, sie können von allen Seiten kommen. So, da wollen wir gleich hin, den Forsaken Trail. Und woanders geht es hier eh gerade nicht lang. Ja, ich sehe gerade, es sind schon wieder 11 Minuten, aber ich will das Spiel hier echt gut vorwärts kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Und mir macht das echt Spaß. Ich habe hier kein Bild oder sowas, das ist so nach meiner Fasson. Da haben wir hier den Port. Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir und da müssen wir hin. Entschuldigt, ich muss mal eben niesen. So, Entschuldigung. So, schauen wir mal. Ja, das können wir auf jeden Fall gebrauchen hier. Hallo? So, größere Spinnchen. Okay. Gehen wir mal eben schnell durch. Ja, das macht mir echt richtig Spaß und ja, keine Ahnung. Es ist einfach vielleicht auch, weil es neu ist. Weil, was heißt neu? Ich habe es ja schon mal gespielt, aber nicht lange, also nicht lange, nicht intensiv. Und ja, irgendwie macht mir das ja am meisten Spaß aktuell. Keine Ahnung, warum das so ist. Dürft ihr mich, also jetzt von den Spielen, wo ich ein Let's Play von mache. Um das mal so zu sagen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf nächsten Donnerstag. Ja, ist gut. Nächsten Donnerstag kommt ja Outriders 1. Dezember, 1. April. Schön auch am Wochenende. Da werde ich mit den Kollegen Dan und Walterus oder auch Herr Grau aus dem Podcast. Donnerstag 21 Uhr wird Outriders gestreamt und gezockt. Wir haben ja die Demo auch schon gestreamt. Wir haben zwar immer noch keine gute Variante. Also morgen ist das dann, weil das hier ist die dritte Folge. Morgen 21 Uhr. Wir wissen noch nicht, wie wir Sprachchat-mäßig machen, weil uns bleiben nicht so viele Möglichkeiten. Das ist eine Sache, die mich echt stört. Dass sie nicht einen Sprachchat einen eigenen eingebaut haben, dann ist es halt schwierig. Ich spiele mit, die beiden sind auf der PlayStation 4 unterwegs, ich auf dem PC. Ich hätte mir das Spiel ja auch auf der PlayStation 5 holen können, wobei ich damals gar nicht gewusst hatte, gewusst habe, dass ich schon, also ich habe das Ding schon locker, also es hätte schon im Februar sollte Outriders rauskommen. Es wurde damals dann wegen Cyberpunk verschoben. Das habe ich auch noch nicht zu Ende gespielt, aber auch da war es dann irgendwie so, dass ich das letzte Mal die Lust verloren hatte. Keine Ahnung. Das lasse ich jetzt erstmal liegen. Ist halt erstmal einfach so.
Da sollen ja dann auch nochmal DLCs kommen und vielleicht auch nochmal Erweiterungen. Und ich bin jetzt erstmal entspannt. Ich werde jetzt einfach erstmal das zocken, worauf ich Bock habe. Das halte ich für absolut sinnvoll. PoE, wie gesagt, wird es jetzt in dieser Woche nicht geben. Also nicht wundern, heute um 10 wird es auch keine PoE-Folge geben. Ist einfach so. Hör auf. Wird nicht passieren, weil ich einfach keine Lust habe, das heute aufzunehmen. Ich weiß nicht. Ich will mich jetzt auch nicht dahinsetzen und mich dahin quälen und irgendwas machen, worauf ich gar keinen Bock habe. Also nicht, dass ich keinen Bock auf PoE habe. Ich habe aber heute keine Lust auf PoE spielen. Also von daher. Von daher lasse ich es einfach. So, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß damit wie ich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.